Nenn mir eins. Wir ernten das Korn. Sing mal. Wir ernten das Korn. Wir danken. Okay, das reicht. Nenn mir noch eins. Über die Flüsse und Wälder. Die Felder. Felder oder Wälder? Ich hab's vergessen. Siehst du? Nenn mir noch eins. Also, Buddy, ich habe nur gesagt, dass ich das Erntedankfest schöner finde als das Weihnachtsfest. Du hast gesagt, dass du den Sinn des Erntedankfestes magst. Ich kann keinen anderen Sinn daran erblicken, als dass man sich den Bauch vollschlägt. Wenn ich sage keinen Sinn, dann meine ich damit die Berieselung mit Weihnachtsschnulz. Und das finde ich am Erntedankfest so schön. Es ist ruhiger. So, ich gehe jetzt mal rüber in die Leihbücherei und sehe mal was nach. Was denn? Ich suche mir ein paar ungelöste Verbrechen raus. Für ein Drehbuch, das ich schreibe. Ich dachte mir, aus dem ungelösten Fall könnte man vielleicht was machen. Mein Fahrrad wurde auch nie gefunden. Ich glaube, da finde ich Interessanteres. Hier, ich fahre mit dem Bus nach Hause. Daddy wird gleich rauskommen. Viel Spaß! Über die Flüsse und Wälder, wandern wir zu Großmutters Haus. Gib's auf, Willy. Also wirklich, Doug. Der Tag, an dem Sie mich überredet haben, Rechtsanwalt zu werden, war der schwärzeste in meinem Leben. Ich hab's doch mitgekriegt. Der Richter gab doch Ihrem Klienten in allen Dingen recht. Das schon, aber ich krieg ein Magengeschwür. Nach dem, was ich gesehen habe, kann ich nur sagen, Sie waren großartig. Sie sind ein Naturtalent. Genau dasselbe haben Sie mir nach meinem Staatsexamen gesagt. Ja, und ich hatte recht. So, und jetzt sage ich auch nichts mehr zu diesem Thema. Genug Komplimente. Genießen Sie es. Buddy, jedes Mal, wenn ich Sie sehe, ist Sie ein bisschen erwachsener. Das wird nicht mehr lange dauern. Hallo, Dad. Mr. Freeman. Hallo. Wie geht's Nicky? Oh, gut, gut. Und schön. Ist sein Arm wieder in Ordnung? Ja, ja. Es geht schon wieder ganz gut. Übrigens, ich wollte dich gerade über deinen Vater um etwas bitten, aber jetzt kann ich dich ja selbst fragen. Kannst du babysitten heute? Klar, für Niki tue ich alles. Und das Geld kann ich gut gebrauchen. Na prima, ich sage Erika, sie soll dich um 19.30 Uhr abholen, ja? Mhm. Doug? Also, herzlichen Glückwunsch. Ich danke Ihnen. Danke Ihnen für alles. Besonders für Ihr Vertrauen. Wo ist Willy? Wir brauchen nicht auf ihn zu warten. Er ist in der Bücherei. Sind noch irgendwelche Besorgungen zu machen? Nein, das hat heute Nancy übernommen. Oh, was ist denn so komisch? Nichts. Sie ist zu einem schwedischen Feinkostgeschäft. Ich glaube, wir werden ein gutes, altes schwedisches Erntedankfest feiern. Oh, warten Sie, ich helfe Ihnen. Danke. Na, jedenfalls waren es keine Eier. Was ist das denn? Oh, Käse. Ach, Käse. Gott sei Dank war es nicht die Himbeersoße. Himbeersoße? Oh, die habe ich auch gekauft. Ist die nicht himmlisch? Geben Sie mir das so lange. Oh, danke. Mein Wagen steht da drüben. Ah, ja. Hören Sie sich das Gekläffe an? Hier das ist ja entsetzlich. Wahrscheinlich hat ihn irgend so ein Idiot im Wagen schmoren lassen. Genau, während Frauchen klimatisiert einkaufen geht. Sowas müsste bestraft werden. Finden Sie nicht? Ja, ja, finde ich auch. Das finden Sie auch. Hier. Der gehört doch gar nicht. Wo kommst du denn her? Bitte seien Sie lieb zu meinem Hündchen. Es ist der Letzte. Er ist gesund, doch er hat keinen Namen. Alles Gute, Kevin. Na schön. Wie geht's Kevins letzten kleinen Hündchen, dem Namenlos? Ich kann dich doch nicht mit nach Hause nehmen. Also, du weißt, es ist nur vorübergehend. Okay. Friss nicht den Käse. Hallo, Buddy. Buddy, das Esszimmer ist hier unten. Vielleicht könntest du schon mal den Tisch decken. Hm? Wann essen wir? 7:30, wie gewöhnlich. Ach, da bin ich gar nicht da. Nein, wo bist du denn? Bei den Freemans, babysitten. Oh, hallo, Liebling. Ich werde trotzdem den Tisch decken. Das ist ja wahnsinnig entgegenkommen von dir. Ja? Hallo. Woher wusstest du denn das mit den Freemans? Ich habe Carl Freeman getroffen. Er war auf dem Gericht. Ich habe mich für seinen Fall interessiert. Ich wollte mal sehen, wie er diesen schwierigen Prozess über die Bühne bringt. Er hat ihn gewonnen, mit einer Hand. Du hast ja allen Grund, dich darüber zu freuen. Wieso?
Weil er so eine Art Protégé von dir ist. Das kann man nicht sagen. Du hast dich doch für ihn interessiert, als er bei dir sein Praktikum machte. Also so uneigennützig war das nicht. Wir haben gehofft, dass er nach dem Studium bei uns anfing. Na, ist ja auch egal. Oh, ein kleines bisschen stolz war ich schon. Oh je. Was ist? Es ist vielleicht albern, aber ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn Buddy auf Niki aufpasst. Warum? Also, der Junge hat doch immer was. Du, ich finde das überhaupt nicht komisch. Nein, ich denke gerade dran, was Buddy gesagt hat. Wenn Niki sich die Zähne putzt, sollte er einen Sturzhelm tragen. Nein, wenn sie kommt, ist er doch schon ausgezogen. Und sicher schon im Bett. Er wird sich ja kaum verletzen, wenn er fernsieht oder wenn Buddy ihm ein Märchen vorliest. Ich glaube, du hast recht. Wir kennen die Fremens nicht so besonders gut. Wenn ihm irgendwas passiert, das macht mich eben ein bisschen nervös. Der Tisch ist gedeckt. Was macht dich nervös? Kommst du her? Du sollst herkommen. Nun komm schon. Na komm, mein Kleiner. Ist das süß. Sieh mal, ist das nicht ein niedliches Hündchen? Ist das auch eine Delikatesse zum Erntedankfest, Nancy? Bevor du über mich herfällst, lass mich erst mal erklären. Hat er einen Namen? Nein, aber er ist gesund. Was braucht er einen Namen, wenn er gesund ist? Sag mal, kannst du uns denn nicht verraten, wie du heißt? Der Zettel hier lag auch mit dem Auto. Ah, die Übergabepapiere. Na, die sind aber nicht verbindlich. Der Jurist mit seinen Spitzfindigkeiten. Nun hört mal auf mit euren kleinen Sticheleien. Was machen wir mit ihm? Na, ich werde ihm ein Zuhause suchen. Das ist kein Problem. Wer ist eigentlich Kevin? Ein kluges Kind, das sich Nancys Wagen ausgesucht hat. Es wusste schon, dass Nancy ein weiches Herz hat. Hm? Was meinst du? Ja. Das liegt wohl in der Familie. Das Essen ist in 20 Minuten fertig. Ach gut, ich bin am Verhungern. Willi, wenn du es aushast, kann ich's auch mal lesen? Oh, ich glaube, das ist nicht das Richtige für dich, Mom. Es ist ein Buch über berühmte Verbrechen und es ist entsetzlich. Hier ist zum Beispiel ein Verbrechen. Eine 18-Jährige fährt irgendwo auf der Autobahn und neben der Autobahn, also ganz in der Nähe, ist irgend so ein Kerl auf Jagd. Dem fällt das Gewehr runter, ein Schuss löst sich und tötet das Mädchen. Mein Gott, wie muss dem zumute gewesen sein? Das hat man nie rausbekommen. Ich erinnere mich ganz gut an die Sache. Der Mann wusste davon, hat sich nicht den Behörden gestellt. Ja, das stimmt, Mann. Die Polizei dachte an einen Heckenschützen oder sowas ähnliches. Die haben alle verfügbaren Männer auf den Fall angesetzt. Und es hat Monate gedauert, bis man den richtigen Sachverhalt rausgekriegt hat. Willst du sagen, dass er mit einem Tod auf dem Gewissen bis an sein Lebensende hätte leben können? Nein, ich sage dir, der Mann hatte kein Gewissen. Und wenn du dieses Buch liest, merkst du, er ist nur einer von vielen. Also, wenn du nicht unbedingt an der Menschheit verzweifeln willst, würde ich dieses Buch nicht lesen. Ja, das lasse ich lieber. Oh, da ist ja auch noch unser kleiner Gast. Ja, und er leckt etwas. Timmys Windeln kommen wieder zu Ehren. Ich dachte, es funktioniert bei der einen Rasse, warum nicht bei der anderen? Eigentlich wollte ich nur ein paar Zeitungen holen, am besten die, die ihr schon gelesen habt. Meinst du nicht, dass sich der Garten dazu besser eignet? Weißt du, ich glaube, er hat noch ein bisschen Angst im Dunkeln. Vielleicht morgen am Tage dann. Also du bist der berühmte... Sieb. Hast du ihn Sieb getauft? Nein, ich gebe ihm keinen Namen. Das überlasse ich der endgültigen Familie. Nancy... Ich muss mal schnell nach oben gehen und mich frisch machen. Ne? Den Leitartikel liest ihr ja sowieso nicht. Hallo, Buddy. Hallo. Was ist denn los mit dir? Ach, nichts. Du siehst gar nicht gut aus. Du bist doch ganz heiß, ganz heiße Stirn. Ich hab nur ein bisschen Bauchschmerzen. Vielleicht solltest du lieber bei den Freemans absagen. Kann ich nicht. Wahrscheinlich ist Mr. Freeman schon weg. Ich weiß nicht, Buddy. Sag mal, hatte Audrey nicht auch vor ein paar Tagen Magenschmerzen? Ja, aber das war nichts. Sie war doch nicht in der Schule. Da fehlen im Moment viele. Genau. Ach, Doug, ich möchte die Freemans nicht enttäuschen, aber ich möchte auch nicht, dass Niki sich ansteckt. Ja, du hast recht. Die haben sich sicher heute Abend was vorgenommen. Aber vielleicht könnte ich einspringen. Nein, ich werde Ich muss sowieso noch einige Hausaufgaben machen. Da habe ich sicher die nötige Ruhe. Gut, ich rufe sie an. So, und jetzt ab mit dir ins Bett, mein Mädchen, und schlaf dich gesund. Und wer kriegt das Geld? Ich mach's ausnahmsweise gratis. Wie wär's mit einem heißen Tee? Ach, morgen ist das vergessen. Oh, hoffentlich. Ach, Erika, Doug Lawrence hier. Oh, hallo, Doug. Ich wollte gerade los und Buddy abholen. Ja, deswegen rufe ich an. Buddy scheint sich was eingefangen zu haben. Wohl eine Erkältung. Oh, das tut mir aber leid.
Deswegen muss Buddy leider absagen. Oh, das ist halb so schlimm. Wir können das auch an einem anderen Tag machen. Das ist nicht nötig. Kate hat gesagt, dass sie dafür einspringt. Ach, das kann ich doch gar nicht verlangen. Kate macht das gern. Es war ihre Idee. Ja, also... Kate braucht einen ruhigen Platz zum Lernen. Dann könnt ihr unbesorgt zu eurer Verabredung gehen. Es ist Doug. Buddy ist krank. Doug? Hoffentlich nichts Ernstes. Nein, aber Kate springt dafür ein. Sie können mit gutem Gewissen Ja sagen. Wenn es kein so großer Umstand ist. Sie können mir glauben, Kate macht es gern. Naja, wenn das so ist. Gut. Also, sie fährt jeden Moment los. Vielen Dank. Wiedersehen, Doug. Danke. Erika. Oh, Karl, bitte. Ich möchte nicht, dass er verhätschelt wird. Ich möchte ihm nur noch gute Nacht sagen. Ich weiß genau, was du willst. Er hat seine Strafe bekommen. Aber wenn du jetzt da reingehst, denkt er, alles ist wieder gut. Das verstehst du doch, Schatz, oder? Ich möchte ihm so gern einen Gute-Nacht-Kuss geben. Das kannst du doch ebenso gut machen, wenn wir wieder zu Hause sind. Alles klar, Schatz? Ja. Doug und Kate, also, das sind wirklich sehr nette Leute. In jeder Beziehung, findest du nicht? Ja. Fertig. Du und dein Vater, ihr müsst euch heute selbst versorgen. Okay, ich mach das schon. Danke. Bis dann, Schatz. Ruf mich an, wenn du dich einsam fühlst. Wird schon nicht spät werden. Ach, Willi ist ganz scharf darauf, dieses Jahr den Truthahn für uns vorzubereiten nach einem neuen Rezept. Fängt er jetzt schon damit an? 40 Stunden vorher? Nein, aber er will ihn vielleicht heute Abend schon auftauen. Frag ihn doch mal danach. Eigentlich schade, dass wir in den Ferien nicht auf den Bauernhof fahren, wie wir es vorhatten. Naja, vielleicht klappt es nächstes Jahr. Da wird auch wieder was dazwischen kommen, wie üblich. Plötzlich diese Sehnsucht nach einem Bauernhof? Ich bin jetzt auch deiner Meinung, man sollte das Erntedankfest in einem kühlen Klima verbringen. Weißt du, diese kühle und frische Luft, Bäume, Wald, die Wege bedeckt mit einem Teppich aus roten und goldenen Blättern. Kennst du das Geräusch, wenn man da so durchgeht? Wenn dich das kalifornische Fremdenverkehrsbüro hören würde, würden sie dich deportieren. Vergiss nicht, die Blätter müssen auch gefegt werden. Daraus würden wir ein wunderschönes Kartoffelfeuer machen. Hör auf, du brichst mir mein Herz. Wir werden nächstes Jahr fahren. Vergiss nicht, Willi an den Truthahn zu erinnern. Ich denk dran. Schönen Abend. Dir auch. Wiedersehen. Amüsieren Sie sich gut. Und nehmen Sie sich Zeit, ich habe viel zu arbeiten. Also kein Zapfenstreich. Oh, wir sind bestimmt um 11 wieder zu Hause. Nochmals vielen Dank, Kate. Sehr lieb von Ihnen. Ja, wirklich. Jetzt aber los. Genug davon. Ach, Kate, Niki hat einen ausgesprochen unruhigen Schlaf. Er lacht, er weint, er wälzt sich von einer Seite auf die andere, aber er wacht niemals auf. Fein. Also schönen Abend. Danke. Auf Wiedersehen, danke. Wiedersehen. Fall Sherman gegen Crystal bezog sich der Anwalt der Verteidigung auf den McKinsey-Fall. Hey, hörst du auf damit? Lass das verdammt nochmal! Kannst du nicht hören? Du sollst aufhören damit! Halt. Oh, komm. So ist genug. Komm her. Ja. Ich tu dir ja nichts. Ach du meine Güte. Ist ja gut, Timmy. Oh. War ich zu laut? Habe ich dich aufgeweckt? Oh, ist ja gut. Sieh mal, hier ist das Hündchen. Ich habe ihn auch erschreckt. Na komm, mein Kleiner. Es tut mir leid für euch.
Ich war ein bisschen unbeherrscht. Es war nicht so gemeint. Hier. Ich habe die Beherrschung verloren. Wie gut, dass ich überhaupt nicht zählen kann. Niki? Nein, nein! Niki! Niki, es ist ja alles gut. Ist alles in Ordnung, Niki? Erinnerst du dich an mich? Buddys Mama. Ja, Buddy hat sich nicht wohlgefühlt. Dafür bin ich jetzt hier. Deine Eltern sind weggegangen, komm aber bald wieder. Du hast wohl schlecht geträumt, habe ich dich aufgeweckt. So, wir werden dein Bett wieder ein bisschen glatt machen. Dann leg dich mal hin. Weißt du, wir haben alle mal schlechte Träume. Aber es sind ja Gott sei Dank nur Träume. Hast du schon mal dran gedacht? Buddy hat sie und Willy. Und vor gar nicht langer Zeit hatte ich auch einen. Und Timmy? Timmy? Oh, ich habe ganz vergessen, dass du ihn bei uns gesehen hast. Doch, der hat auch welche. Hinterher weiß er nichts mehr davon, aber ich habe ihn schon weinen gehört. Also hat er welche. Kannst du dich an deinen erinnern? Ich weiß nicht mehr. Ja, so ist das meistens. Kannst du jetzt wieder einschlafen? Ach, da fällt mir etwas ein. Buddy hat mir erzählt, es hat hier bei dir Kakao und Marshmallows gegeben. Wie wär's damit? Oh ja. Wir machen uns beide eine Tasse. Was hältst du davon? Aber ich darf nachts nicht aufstehen. Ah ja. Gut. Du brauchst ja auch nicht. Du bekommst ihn serviert. Isst du nichts? Meine Güte. Je mehr ich lese, desto weniger begreife ich das. Da wurde eine junge Frau in New York umgebracht. Es war früh morgens und es waren viele Leute in der Nähe. Eine halbe Stunde hat sie um Hilfe geschrien, um ihr Leben gefleht. Alle ihre Nachbarn haben aus dem Fenster gesehen und haben nichts dagegen getan. Sie wollten sich da nicht einmischen. Der Kitty Genovese-Fall. Dann weißt du ja alles. Er hat ganz schön Aufsehen erregt damals. Muss etwa 12 Jahre hier sein. Was wäre dabei gewesen, wenn Sie die Polizei gerufen hätten? Ja, es war schrecklich. Ich habe mich damals gefragt, ob ich in dem Fall die Polizei gerufen hätte. Oder ob ich mich auf andere verlassen hätte. Könnte ja sein. Das hättest du bestimmt nicht gemacht, Ed. Ich hoffe, du hast recht, Willy. Weiß man's? Und jetzt versucht Nancy, ein Zuhause für ihn zu finden. Warum hat der Junge ihn überhaupt weggegeben? Kevin? Ich denke mir, dass Kevin schon einen Hund hatte. Und er hat Babys bekommen. Er hat alle verschenkt, außer einem. Und den hat er Nancy in den Wagen gelegt. In der Hoffnung, da bekommt er ein schönes Zuhause. Vielleicht hat Kevin Nancy mit Timmy gesehen und dachte, dass Timmy und das Hündchen Freunde werden. Ja, das ist schon möglich. Du solltest jetzt versuchen, ein bisschen zu schlafen. Was hältst du davon? Oh, Niki. Ich kann nichts dafür, wirklich nicht. Aber natürlich nicht, das war meine Schuld. Ich habe nicht aufgepasst. Es ist Gott sei Dank nichts auf die Bettwäsche gekommen. Nur auf deinen Schlafanzug und den können wir schnell wechseln. Ach, bitte nicht, Mrs. Lawrence, ich kann ihn anbehalten. Nein, das geht ja ganz schnell, so kannst du nicht schlafen. Nein, Mrs. Lawrence. Wir ziehen schnell einen anderen an. Bitte nichts meinem Vater sagen. Was nicht sagen? Dass ich den Kakao verschüttet habe? Oh nein, nein.
Ich bring das nur weg, hole einen Schwamm und bin gleich wieder da, Niki. Sie erzählen aber nichts? Nein, ich erzähle ihm nichts. Kannst du mal hierher kommen? Zu den Freemans? Was denn los, Kate? Kannst du dich beeilen, bitte? Es ist dringend. Natürlich. Was denn los? Geht's Niki gut? Nein, Doug. Leider geht's ihm nicht gut. Er hat Schnittwunden, Kratzer und Prellungen. Kate! Er ist verprügelt worden. Okay, ich bin sofort da. Dass ich mich geirrt habe. Es muss eine Erklärung geben. Ich kann sie dir auch nicht geben. Neue Schnittwunden über alten Narben, auch an den Beinen, blaue Flecke und Prellungen. Wir müssen ihn hier rausbringen. Nein, warte, Kate. Wir können ihn doch unmöglich im Hause lassen. Kate, geh besser nach Hause. Du bist viel zu aufgeregt. Mein Gott, es muss schon über einen ganzen Zeitraum gehen. Wenn wir ihn jetzt mitnehmen, ist er in einer halben Stunde wieder hier. Und wir gehen ins Gefängnis. Was sollen wir denn tun? Ich bleibe hier und rede mit Karl. Ja, und was sagst du ihm? Ich weiß nicht. Ich werde ihm sagen, was wir entdeckt haben. Ich lasse mir das durch den Kopf gehen. Hast du ihm die Schlafanzugjacke wieder angezogen? Ja. Ich habe Angst, die bringen den Jungen um. Ist doch nicht ausgeschlossen. Das wird nicht passieren, Kate. Dafür sorgen wir. Alles okay? Niki schläft. Kate hat mich angerufen. Sie fühlte sich nicht wohl. Sicher von Buddy angesteckt. Wahrscheinlich. Und Sie sind eingesprungen für sie. Hoffentlich geht's ihr bald wieder besser, Kate und Buddy. Vielleicht haben Sie was gegessen, was Ihnen nicht bekommen ist. Niki hat ja hoffentlich keinen Ärger gemacht. Ach, ich werde mal nach ihm sehen. Wie könnte Niki irgendjemandem Ärger machen? Wie wär's mit einem Brandy, Doug? Nein, danke. Karl, als Kate vorhin hier war. Wirklich keinen Drink? Na gut, selbst schuld. Was haben Sie gerade gesagt? Geht's um Niki? Wenn ja, würde ich's liebend gern erfahren. Er spielt immer den schüchternen, hilflosen Kleinen und die Leute fallen auch prompt drauf rein. Er versteht schon, seine Vorteile auszunutzen. Was ist mit seinem Rücken? Seinem Rücken? Er sieht schlimm aus. Wirklich schlimm, ich habe ihn gesehen. Na, dann haben Sie ja auch gesehen, dass man sich darum gekümmert hat. Wie ist das passiert? Ein Fall hier, ein Sturz da. Sieht nicht danach aus, finde ich. So? Was finden Sie denn? Ich glaube, Sie können mir das am besten erklären. Erklären? Was? Ja, wie sieht es denn aus? Es sieht nach Prügel aus, nach brutalen Schlägen. So, jetzt aber raus. Hören Sie, Karl, ich erwarte eine Erklärung von Ihnen. Ist mir egal, was Sie erwarten. Und jetzt verschwinden Sie.
Sag, was war los? Was hast du ihm gesagt? Er hat mich rausgeschmissen. Was haben Sie gesagt? Tja, Erika ging raus und ich fragte Karl nach Nikis Rücken. Und da hat er mich rausgeworfen. Er war wütend über die Erklärung, die wir dafür hatten. Dafür gibt's doch gar keine andere Erklärung. Genau. Und dann bist du gegangen? Wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Nichts? Ich weiß ja nicht, was in dem Kopf solch eines Menschen vorgeht. Ich habe mir nur Sorgen um Niki gemacht. Richtig, und darum müssen wir was tun. Ich dachte, wenn ich Karl noch mehr bearbeite, vielleicht lässt er seine Wut an Niki aus. Also, was machen wir jetzt? Ich stelle ein paar Nachforschungen an. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, Doug. Ruf die Polizei, lass ihn festnehmen. Er misshandelt brutal sein Kind, das ist doch einwandfrei erwiesen. Ich rufe an. Ich sah Licht. Ist irgendwas? Hallo? Ist da die Polizei? Buddy, geht's doch nicht etwas schlechter? Nein, nein. Was ist? Wen ruft Dad an? Er ruft die Polizei an. Es geht um Kindesmisshandlung. Kindesmisshandlung? Aber um welches Kind geht's denn? Ja. Niki Freeman. Das Kind, du meinst Karl? Mhm. Ich habe den Namen gesehen. Einen Moment. Das ist ja unglaublich. Ist... Wieso? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich habe gehört, dass Leute, die ihre Kinder misshandeln, ihre eigenen Misshandlungen aus der Kindheit weitergeben. Aber damit wird's nicht weniger abscheulich. Ja, das ist klar. Gut, danke. Auf Wiedersehen. Sie schicken gleich jemand her, Kate. Wir müssen die Anzeige unterschreiben. Hallo, Nancy. Hallo. Fängt ja gut an. Unser Erntedankfest. Kann ich irgendwas für euch tun? Nein, danke, Nancy. Gut. Ich gehe dann wieder rüber. Erzählt mir dann, was war, ja? Hat die Polizei irgendwas gesagt, was sie unternehmen? Wie geht's jetzt weiter? Der Mann, den ich gesprochen habe, konnte noch nichts sagen. Er war aber sehr dankbar, dass wir es gemeldet haben. Es wird nicht leicht werden. Nein, bestimmt nicht. Hattest du Angst, so allein, mein Kleiner? Na, komm mal her. Was hast du denn? Fühlst du dich einsam? Jeder ist irgendwann mal einsam. Was veranlasst Sie zu der Behauptung, dass die Stellen auf dem Rücken von Misshandlungen herrühren? Vor allen Dingen die Vielfalt der Verletzungen. Kratzer, Schwellungen und Striemen. Die konnten nicht zufällig sein. Sie haben den Jungen aber nicht danach gefragt, woher er die Verletzungen hat. Er sagte, sagen Sie es nicht meinem Vater. Er war so verängstigt, dass ich... Ist das nicht ganz eindeutig, Sergeant Banner? Niki wollte nicht, dass meine Frau ihm den Nachtanzug wechselt. Seine Eltern würden es nicht erlauben. Ja, sieht leider so aus. Und die Eltern haben meist eine Ausrede parat, um die Furcht ihres Kindes zu motivieren. Glauben Sie wirklich, dass solche Menschen für ihre Handlungsweise noch eine Erklärung haben? Die schon mal angezeigt oder verhört wurden, ganz sicher. Wissen Sie, gewöhnlich glauben diese Leute überhaupt nicht, dass sie Kinder misshandeln. Sie haben eine Erklärung für ihr Prügeln. Es gehört bei ihnen zur Erziehung. Körperliche Züchtigung ist bei ihnen ein selbstverständliches Erziehungsmittel. Sie sind ganz entsetzt, wenn sie über Kindesmisshandlungen hören. Ist ja schrecklich. Ja, was passiert jetzt? Nun, ich hole mir eine Vollmacht und einen Kollegen und besuche die Freemans dann mal. Ist es vielleicht möglich, Niki heute da noch wegzuholen? Ist schon möglich, wenn wir der Ansicht sind, dass das Kind in unmittelbarer Gefahr ist und beweisen das einem Richter, dann können wir es da ohne weiteres rausholen.
Es ist sehr gut, dass Sie was unternommen haben. Viele Menschen wollen sich da nicht einmischen, wenn Sie jetzt bitte unterschreiben würden. Leider verlieren wir damit oft eine Menge Zeugen. Ihnen fehlt der Mut zum Unterschreiben. Werden diese Berichte nicht vertraulich behandelt? Wir versuchen, sie vertraulich zu behandeln. Jetzt bekommen Sie ja so eine Anzeige. Ja, Mr. Lawrence, so ist es. Sie sagten, es war gut, dass wir was unternommen haben. Kann es Nachteile haben? Tja, wissen Sie, dass niemand gesehen hat, dass das Kind misshandelt wurde. Keiner hat bisher eine Anzeige erstattet. Niemand hat was von Schlägen gehört. Und der Junge hat es bisher auch niemandem gesagt. Wir werden ja sehen. Tja. So, ich danke Ihnen jedenfalls. Na, wir danken Ihnen. Kann ich Sie morgen früh anrufen? Natürlich. Hier ist meine Nummer. Danke. Bitte. Gute Nochmals Nacht. Vielen Dank. Ja, gute Nacht. Wir können heute Abend nichts mehr tun, Liebling. Ich bin geschafft. Aber ich erst. Ich gehe noch mal zu Buddy rein, sehen, wie es ihr geht. Ich glaube, es geht ihr gut. Als ich vorhin reinguckte, war sie fest eingeschlafen. Ich weiß, dass es ihr gut geht. Ich will sie nur sehen. Vater hat gesagt, du schläfst schon ganz fest. Hab ich auch. Vorhin. Wie geht es dir? Gut. Wie lange bist du schon wach? Wenn du wissen willst, ob ich eure Unterhaltung und mit der Frau gehört habe. Ja, hab ich. Was hast du gehört? Irgendwas über jemanden, der seinen Jungen geschlagen hat. Es ist Niki, nicht? Buddy, hast du jemals irgendwas davon gehört? Nein. Niki hat mir nie etwas gesagt. Wenn ich dabei war, hat ihn noch niemand geschlagen. Die kommen mir vor wie jede andere Familie. Ich verstehe das nicht. Ich auch nicht. Mr. Freeman ist es, oder? Mhm. Wieso? Wie kann er seinen eigenen Sohn so hassen, Ma? Es hat damit zu tun, dass er mit sich selbst nicht fertig wird. Die Person, die er hasst, ist er selbst. Und das lässt er an Niki aus? Ja. Wie kommt es, dass Mrs. Freeman das geduldet hat? Das ist etwas, was ich nicht begreife. Habt ihr die Polizei gerufen? Ja. Dein Vater und ich glauben, dass Kinder ihren Eltern unbedingt vertrauen sollten. Die Freemans haben das Vertrauen gebrochen. Niki braucht jemand, der für ihn spricht. Er selbst kann's nicht. Armer Niki. Armer Mr. Freeman. Liebe Buddy. Versuch jetzt zu schlafen. Es ist schon fast Feiertag. Weißt du, ich habe geglaubt, das Erntedankfest ist nur ein Tag, an dem man sich den Bauch vollschlägt. Aber er ist wohl mehr als das, nicht? Ja. Gute Nacht. Ja, Sergeant Benner, was ist passiert? Ich verstehe. Buddy ist offensichtlich über den Berg, sie hat alles aufgegessen. Ja, und was passiert jetzt? Und in der Zwischenzeit? Ja, ich weiß. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, vielen Dank für den Anruf, Sergeant. Auf Wiedersehen. Was ist passiert? Nichts. Karl hat wohl geahnt, dass wir etwas unternehmen. Als die Polizei eintraf, wartete schon jemand. Ein anderer Anwalt, aber nichts zu machen. Wir können nichts unternehmen? Sie wollen eine Untersuchung einleiten. Mehr kann man nicht tun. Aber wenn Sie wissen, dass der Sache nachgegangen wird? Wir können nur hoffen, dass Niki im Moment nichts passiert. Und was können wir tun? Ich werde zuerst mit dem Anwalt von Karl sprechen, damit er Bescheid weiß. Und dann Nikis Schule unterrichten. Ich mache das alles am besten vom Büro aus. Ich
kann doch hier nicht warten und nichts tun. Ich muss was unternehmen. Versuch dich erstmal zu beruhigen, Kate. Ich tue schon alles, was ich kann. Hallo, Erika. Ist Karl da? Nein, er ist um diese Zeit immer im Büro. Kate, das hätte ich nicht von Ihnen erwartet. Sie hätten nicht die Polizei rufen dürfen. Erika, ich bin nicht hier, um Ihnen irgendwas zu erklären oder mich etwa zu entschuldigen. Dann verstehe ich wirklich nicht, warum Sie gekommen sind, denn es besteht von unserer Seite keinerlei Interesse, die Freundschaft fortzusetzen. Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Doug und ich bereit sind, bis zum Äußersten zu gehen, um Schlimmeres zu verhindern. Was meinen Sie damit? Was haben Sie der Polizei gesagt? Dass Niki vom Baum gefallen ist? Dass er vom Auto angefahren wurde oder was? Das ist ja auch egal. Jedenfalls war es eine Lüge. Karl hat Ihren Jungen geschlagen. Warum haben Sie das nicht der Polizei gesagt? Gehen Sie doch endlich, Kate. Karl ist ein schwerkranker Mann, das steht fest. Aber Sie haben nichts dagegen getan. Und jetzt haben Sie ihm beigestanden und dafür gesorgt, dass es so weitergehen kann. Ach, Sie wissen ja nicht, worüber Sie sprechen. Erika, ich bin hergekommen, um das zu sagen. Wenn Sie nichts unternehmen, um Niki hier rauszubekommen oder dafür sorgen, dass ihm nichts geschieht, werden Doug und ich zur Schule gehen und die Lehrer bitten, auf Striemen zu achten und es der Polizei zu melden. Doug wird mit Karls Anwalt sprechen. Und Sergeant Benner wird Ihre Nachbarn unterrichten. Nein, bitte tun Sie das nicht. Ich weiß, wir mischen uns damit in private Angelegenheiten. Verletzen Ihre Privatsphäre. Aber wenn Sie einem Menschen so offen seine Rechte verweigern, müssen Sie sich das schon gefallen lassen. Ich wollte Sie nur vorbereiten. Sie wissen jetzt, was passiert. Aber er will Niki ja gar nicht wehtun. Er wird so wütend, dass er die Kontrolle über sich verliert. Sie müssen ihn daran hindern. Ich hab's versucht, ich kann nicht. Wenn Sie es nicht können, dann muss es ihm jemand anders machen. Kate, ich hab's versucht. Ich hab ihn gebeten, sich behandeln zu lassen. Er will nicht mal darüber sprechen. Ich hab auch mit ihm über die anonyme Elternhilfe gesprochen. Er hat nur einen Anfall bekommen und gesagt, er würde mich verlassen. Ihr Kind hat so furchtbar gelitten. Und die Furcht, dass Ihr Mann Sie verlassen will, bedeutet Ihnen so viel mehr? Sie können das nicht verstehen. Ich weiß, dass Sie genauso Hilfe brauchen, Erika. Doch im Moment ist Niki wichtiger. Zuerst muss ihm geholfen werden. Ich habe solche Angst. Doug und ich sind fest entschlossen. Hier ist Sergeant Benners Karte. Sie war hier. Bitte rufen Sie an. Nein, ich kann nicht. Karl ist der einzige Mensch, den ich habe. Was muss das bloß für ein erschreckendes Gefühl sein? Ich werde tun für Sie, was ich kann. Und Doug auch. Aber erst müssen Sie sich selbst helfen. Fangen Sie an. Sie haben Unrecht. Sie haben noch jemanden. Sie haben Niki. Bitte rufen Sie an. Sie müssen Geduld haben. Dazu haben wir keine Zeit mehr. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Denken Sie an Niki.
Sergeant Benner, bitte. Sergeant Benner, hier ist Erika Freeman. Ich habe Sie gestern angelogen. Mein Mann hat unseren Jungen geschlagen. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie meinem Kind. Schatz, Niki wollte vor dem Essen noch das Hündchen sehen. Oh ja, da drüben ist er. Na, was sagst du? Oh, niedlich. Timmy macht dir doch keinen Ärger, oder? Ach, der ist schon so selbstständig. Aber du wirst dich freuen, wenn ich dir sage, dass ich jetzt die Soße mache. Also in 10 Minuten dann. Okay. Hübsch hier. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Einladung heute. Geht's Ihnen gut? Naja, ich glaube schon. Ich weiß nicht. Karl? Tja, ich durfte ihn nicht mal sehen. Da sind sehr strenge Vorschriften. Und anrufen darf ich auch nicht. Ich hoffe, dass er da die Hilfe bekommt, um wieder gesund zu werden. Es wäre für uns alle gut. Ja, das wünsche ich Ihnen dreien. Mom, sieh doch mal. Ja, Schatz, er ist wirklich niedlich. Ach, wissen Sie, Erika, hätten Sie was dagegen, wenn Niki das Hündchen bekommt? Oh, Nancy. Sie würden mir einen Gefallen tun. Ich suche doch ein Zuhause für ihn. Oh, danke. Niki, was sagst du dazu? Du darfst das Hündchen behalten, ganz für dich allein. Mein Erntedankgeschenk für dich. Oh, ich taufe Nancy. Ich weiß nicht so recht, das Hündchen ist ein Junge. Ach so. Ist Lawrence auch ein Mädchenname? Nicht, dass ich wüsste. Kann ich ihn Lawrence nennen, Mom? Von mir aus gern. Na du? Weißt du, Lawrence braucht jetzt mal eine Pause und wir müssen rüber zum Essen gehen. Einverstanden? Ich komme gleich wieder. Ich bringe dir eine Keule mit, Lawrence. Darüber musst du mit Buddy reden. Na, wo bleibt denn der Beifall? Oh, was schön. Na, der scheint dir ja gelungen zu sein. Ja, bitteschön, Daddy. Es gibt ein Lied, in dem heißt es, er macht die Sonne aufgehen, er stellt des Mondes Lauf. Er lässt die Winde wehen, er tut den Himmel auf. Er schenkt uns Vieh und Freude, er macht uns rot. Er gibt den Kühen Weide und unseren Kindern Brot. Heute ist für mich nicht nur der Tag des Erntedank. Nein, auch Dank der menschlichen Güte, ohne die dieses Leben nicht lebenswert wäre. Dank dem menschlichen Verständnis, dem Mitgefühl, seiner Freude, seiner Tränen. Dank allem, was das Leben uns schenkt. Dafür möchte ich heute von Herzen danken. Amen. So, dann werde ich den Vogel mal teilen. Ich bin aber gespannt, wie das Rezept ist. Hoffentlich ist er mir gelungen.